Das habe ich nicht. So, da, Wolf. Level 9 ist der. Der hier ist Level 8. Okay, das geht noch. Aber immerhin ein bisschen besser wie die vorher. Die waren ja alle Stufe 6, Stufe 7. Aber ja, okay. Den hier mal, den mache ich auch platt. Das ist jetzt auch kein Problem. So, und dann noch einen Heiltrank getrunken, schnell. Hätte ich zwar jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber da ich ja sowieso so viele habe, kann ich die auch ruhig mal trinken. So, das ganze Zeug, was hier jetzt rumliegt, hier jetzt hin. Und was gibt's noch? Weidenholz kann ich alles noch nicht nehmen. Noch nicht abbauen. Da ich da noch nicht die nötige Dingsbums habe. Nötige Stufe. So, hier ist so ein Koboldkundschafter. Was, den brauche ich für irgendeine Quest? Erledigt. Erledigt die Koboldkundschafter. 0 von 10. Oh, habe ich gar nicht gewusst, dass ich die Quest habe. Aber dann mache ich die doch jetzt gleich mal. Der lässt sogar noch was für eine Tagesquest-File und irgendwas Kobold-Rucksack. Keine Ahnung, was das bringen soll. War egal, einfach mal mitgenommen. Oh, jetzt wird der den. Wo sind denn hier noch Kobold-Kundschafter? Die sind ja alle tot. Ah, jetzt ist werden die hier gerade überfarmt. Jeder kämpft gegen Kobold-Kundschafter. Hier ist noch einer. Sehr gut. Ja, die brauche ich hier scheinbar für eine Quest. Und die lassen auch noch Tagesquest-Gegenstände fallen. Also gar nicht mal so schlecht. Was ist das mit dem Kobold-Rucksack? Das war falsch. Kobold-Rucksack. Rechtsklick ausführen. Jetzt habe ich irgendwas bekommen. Kobold-Kerze. Ach, auch für eine Quest. Noch eine Kobold-Kerze. Ja, egal. Ich mache jetzt einfach weiter hier. Haufen Quests hier mit den Kobolden. So. Ich gehe jetzt aber auch gleich mal rein in die kargen Höhlen, um die Quest für Lola fertig zu machen. Die hier, die kann ich auch später immer noch machen, beziehungsweise sind wahrscheinlich in den kargen Höhlen selbst auch wieder Koboldkundschafter. Und dann kann ich dort dann auch ein paar niedermetzeln und mir das Zeug von denen holen. So. Ja, hier sind jetzt auch nochmal ein paar... Was ist das da hinten denn? Flammenstaub. Oh, das kann ich sogar abbauen. Dann mache ich das doch auch gleich mal. Wenn ich hier die Kobolde da platt gemacht habe. So. Ja, die Kobolde sind auch nicht gerade so stark, aber irgendwie habe ich ziemlich viel Leben verloren, fällt mir gerade auf. Habe nur noch die Hälfte von meinem Leben. Was ist denn los? Aber egal, jetzt baue ich hier erstmal Flammenstaub ab. Ist mal was Neues, bisschen. Sieht auch irgendwie cool aus. das mache ich dann auch gleich mal zu dem anderen Gedöns hier hinten. So. Leben ist jetzt auch wieder voll. Und es geht an die nächsten Koboldkundschafter. Jetzt kann ich auch hier mal meinen Flächenangriffskill hier machen. Was? So. Jetzt habe ich beiden gerade was abgezogen. Und der erste ist tot. Oh, jetzt habe ich auf die Quest da rechts geklickt. Deswegen ist jetzt hier der Questlog aufgegangen. Aber egal, nicht so schlimm. Aber irgendwie bekomme ich jetzt ziemlich viel Schaden, doch. Hätte ich nicht gedacht. So, noch so ein Kobold-Rucksack und noch einmal beschädigtes Werkzeug. Die zwei Sachen da brauche ich nicht. Weltfall und so eine Rezeptur. Ja, hier sind auch jede Menge. Ach, hier ein Grabstein. Wenn man stirbt, gibt es hier so einen Grabstein. Da muss man wieder hin. Und den aufholen muss man nicht. Aber kann man machen, macht man am besten auch. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert, wenn man es nicht macht. So lange her, dass ich das letzte Mal gezockt habe. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Beziehungsweise ist es so lange her, dass ich das letzte Mal gestorben bin. Weil seit ich hier mit dem Axtmensch spiele, wie mein Charakter hier ja heißt, bin ich sogar noch gar nicht gestorben. Was auch nicht verwunderlich ist. Ich meine, hier am Anfang, wenn man sich da einigermaßen dran stellt, stirbt man nicht. So, das mit den 10 Kobold-Kundschaftern wäre geschafft.
Ich mach mal gerade noch die ganzen Rucksäcke hier auf. Und da habe ich die Quest auch noch erfüllt. Sehr gut. Kann ich gleich jede Menge Quests abgeben. Und da mache ich mich jetzt mal auf die Suche nach dem Schatz von Lola. Stein brauche ich nicht. Oh, den Kobold-Rucksack hätte ich eigentlich auch nicht gebraucht. Hab die Quest ja jetzt fertig. Aber egal. Ach, Minenkobold ist was anderes. Ist der stärker? Nee, ist er nicht. Ist er nicht. So. Oh, cool, der hat mich noch nicht. Ah, der hat mich doch angegriffen. Und noch was anderes, Kobold. Versorgungssoldat. Nee, Versorgungsoffizier, so. Aber alles halb so wild. Die sollte ich eigentlich auch noch besiegen können. So. Ja, der hier ist. Was war das? Jetzt hat der den doch tatsächlich geheilt. Oder nee, der hat sich wahrscheinlich selbst geheilt. Jetzt werde ich hier von drei Kobolden angegriffen. Ah, sehr gut. Jetzt kommt er hier. Jetzt kann ich gleich wieder meinen Flächenschaden-Ding-Skill machen, wenn er hier regeneriert ist. So, jetzt. So sieht's aus. Und beide mit einem Mal K.O. Das ist doch mal sehr gut. Mal sehen, was diesmal in den Kobold-Rucksäcken da drin war. Eigentlich nicht so wichtig, aber ist egal. Wo ist denn hier der Hügel? Also nicht der Hügel, sondern das Dings da von Lola. Das soll doch hier irgendwo sein. Ah, das ist in so Aufbewahrungskisten oder was? Jetzt mal hoch, was ist denn da so ein Hase drin? Was? Nee, das hier war jetzt eine andere Quest. Amy ist nicht zum Essen da, aber das. Na egal. Oh, da ist eine Instanz, da muss ich aber nicht rein. Aufbewahrungskiste, was mache ich mit der? Nix. Ach, doof. Ach, da hinten ist irgendwo. Da muss ich irgendwo hin. Hier sehe ich nämlich jetzt, dass dort der Schatz ist. Ja, da muss ich jetzt mal gucken, wie ich dorthin komme. Ah, ne, hier geht's wieder raus, oder? Huch. Ja, hier geht's wieder raus. Ne, das ist falsch dann. Raus will ich ja nicht. Oh, Kampfbeginn. Ich habe jetzt keinen Bock zu kämpfen. Verdammter Minenkobold. So. Jetzt fängt es schon wieder an, so zu lecken. Naja. So. Ja, das war's jetzt vorher erstmal wieder mit Runes of Magic. Ja, das Dings von Lola werde ich dann das nächste Mal suchen. Bis dahin, ciao.